Hey Leute, ich wollte mich mal ganz kurz melden. Ich fahre jetzt nach Freiburg in die Stadt und treffe mich mit jemandem. Und ich werde mich erst heute Abend wahrscheinlich erst melden. Ich hoffe, es wird nicht so spät wie gestern. Ich bin so müde, immer noch extrem. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, Leute. Macht's gut. Ich werde mich melden, also macht's gut. Ciao, ciao. Hey Leute, dieser Moment, wenn man seinen Burger am Dings, wie heißt das, kühlt an der Klimaanlage. Er ist einfach viel zu heiß, muss ihn an der Klimaanlage kühlen. Oh, da ist gerade jemand gelaufen, ist auch, dass er mich nicht sieht. Okay, hat mich nicht gesehen. Da läuft jemand. Ich muss aufpassen, ich stehe immer so schlecht, dass mich Leute sehen können. Ich konnte gestern keine Story machen. Ich war den ganzen Tag unterwegs, ihr Lieben. Und ja, es war einfach ein cooler Tag gestern. Ich habe mich, wie gesagt, mit jemandem getroffen und es war ganz gut und mir geht's gut und ich freue mich aufs Wochenende. Der Burger ist einfach immer noch viel zu heiß, meine Pause ist bald rum. Die Frau bei der Tankstelle hat einfach viel zu lang in der Mikrowelle den Burger gelassen. Aber der ist super lecker, ein Chicken Burger von der Tankstelle. Er kostet einfach immer so viel Geld, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Also ihr Lieben, ich werde mich bei euch melden. Heute konnte ich mich bei euch nicht melden, beziehungsweise, was rede ich? Gestern konnte ich mich nicht melden, ich bin wieder verplant wie immer. Ich habe heute verschlafen, ich bin einfach um 10 aufgewacht und musste um 9 anfangen. Aber meine Kollegin, beziehungsweise meine höhere Chefin versteht es. Nochmal, sowas wie meine Chefin, die etwas höher gestellt ist als ich, die versteht das, die fand das witzig und die stört das nicht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht schlimm ist. Klar, es kann mal passieren, aber es sollte nicht mehr passieren, dass ich verschlafe. Aber was soll's, that's life. Heißen That's Live und ich gucke, dass ich das in Zukunft mein Handy wieder ganz weit weglege, wenn ich mich schlafen lege. Ich wollte nur ein paar Minuten mich noch hinlegen und das war der Fehler. Das Handy lag zu nah und dann habe ich es im Halbschlaf ausgemacht. Ich habe noch 10 Minuten Pause. Ich mache wahrscheinlich länger, weil mein Burger immer noch mega heiß ist. Ich werde mich jetzt gleich verabschieden. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Freitag. Macht, was euch glücklich macht und genießt die Zeit mit euren Liebsten. Ich melde mich. Ihr wisst nicht wann, ihr wisst nicht wo, ich auch nicht. Macht's gut. Ciao, ciao. Hey Leute, endlich Wochenende, yay, ich freue mich mega, ich bin so froh, endlich Wochenende. Ich hatte so keinen Bock mehr und ich habe die Minuten gezählt, als 40 nach war. Die 20 Minuten vergingen, das ging ewig. Sorge, ich fahre kein Auto, also ich glaube, ich werde nur noch eine Story machen, eben nur noch Musik. Ich werde nicht in die Story reinreden, weil es lenkt ab. Ich werde nicht mehr bei der Autofahrt eine Story machen, soll ja auch wohl nicht erlaubt sein, aber ist auch viel zu gefährlich, viel zu... Ich habe nur noch 9% Akku, ich werde mich später bei euch dann melden. Ich muss so viel zu Hause machen, ich muss aufräumen, Staubwischen, Staubsaugen. Meine Eltern wollen mich dieses Wochenende besuchen. Entweder sie kommen am Samstag oder am Sonntag vorbei und dann muss alles picobello sein. Also ihr Lieben, ich melde mich bei euch. Ich muss eben einiges machen. Heute Abend wollte ich mich wieder mit der Julia treffen und vielleicht noch mit jemandem. Mal gucken, ob der auch dazu kommt. Wollten wir ein bisschen quatschen, unterwegs sein, einfach abhängen, das schöne Wetter genießen. Also bis dann, ciao! Die Sitze sind gesaugt, der Boden hinten ist gesaugt. Also ich habe endlich mal geschafft, mein Auto zu saugen. Und jetzt werde ich es gleich noch waschen. Ich bin endlich bei der Waschanlage und ich werde es gleich waschen. Bis dann!